Ja, moin erstmal. Zum Bootsangeln bin ich gekommen. Also es war so, ich habe den lieben Mathis Carpenter an einem mittelfranzösischen Szenegewässer getroffen. Und irgendwie haben wir uns echt gut verstanden. Und dann haben wir immer wieder geschrieben über die Monate und Jahre. Und wir haben auch so ab und zu so vom Bootsangeln gesprochen, ist halt der Mathis, ne? Der spricht eigentlich nur vom Bootsangeln. Und irgendwie sind wir drauf gekommen, dass ich ihn mal begleiten könnte. Und dann habe ich einen Kollegen gefragt nach einem 270er Zepterboot. So, und dann hat der Mathis mir einen Pott geliehen. Ich hatte ja Zelt, E-Motor. Als Zelt habe ich so einen kleinen Schirm benutzt. Ja, und dann sind wir an den großen Flachlandsee gefahren für die erste Session. Und ich sag mal, war schon interessant von so einem kleinen Boot aus. War schon echt kriminell. Aber es war schon ziemlich geil. Ich glaube, ich konnte auch einen 19,8 Kilo Fisch fangen. Und so, also so allgemein lief es nicht schlecht. Und irgendwie hat mich das direkt gepackt, obwohl es nicht ganz optimal war mit dem kleinen Boot. Ich hatte halt so Billig-Anker, so halt 6 Kilo Ebay-Anker oder so. Aber irgendwie hat mich das Feeling gepackt und dann habe ich mir irgendwann so ein altes Bundeswehrboot gekauft. Da war da schon ein bisschen mehr Platz und dann war ich mit Mats unterwegs. Boah, am Bootsangeln. Ja, es ist nun mal so, also wenn man vom Ufer aus fischt, ist man immer so ein Stück weit vom Wasser weg, ne? Also ich meine, ihr kennt das ja, man sitzt selten direkt am Wasser. Und wenn man praktisch halt die ganze Session lang auf dem Boot ist, ist man irgendwie viel näher am Fisch, sowieso am Fisch, man ist viel näher an der Natur. Man bekommt einfach viel mehr um sich rum mit, wenn halt Fische springen. Eigentlich ganz egal, was also hier am Ufer passiert, alles rieselt so auf einen ein und ich weiß nicht, halt das Feeling hast du halt nur vom Boot, ne? Wenn du so also halt vom Ufer fischt, also dann halt bist du so ein bisschen entfernt von allem und einfach so ein bisschen halt die Unantastbarkeit, ne? Also prinzipiell kommt ja keiner an dich ran, nur halt mit einem anderen Boot und das würde man also im besten Falle rechtzeitig hören. Und das ist auch so ein großer Unterschied, ne? Man ist einfach so frei und unantastbar, niemand fuckt einen ab, keiner kann also hier am Weg langkommen oder sowas oder irgendwelche Spaziergänger. Du bist halt einfach für dich und ja, man hat halt richtig seine Ruhe. Ja, auf den See bin ich eigentlich auch wieder durch meinen guten Kumpel Mathis aufmerksam geworden. Boah, das war glaube ich so 2018 rum, ne? 2 Jahre vor Corona meine ich. Genau, hat halt von dem See erzählt, ist halt einer der Endgegnerseen in Frankreich. Und ja, dann sind wir das erste Mal auch tatsächlich vom Boot aus hingefahren. Und ich meine, die erste Session lief nicht so gut. Und danach war ich, das zweite Mal war ich alleine da und dann konnte ich direkt einen richtig guten Fisch fangen und noch, ich glaube, 2 Fische über 20 Kilo. Und spätestens dann hat mich der See gepackt, ne? Also das ist halt ein übelst einzigartiges Feeling. Du sitzt halt da auf dem Boot, hast absolute riesen Wasserfläche um dich rum. Es riecht so leicht salzig, so nach richtig abgelassenem, wilden, nahrhaften See. Und ja, du bist praktisch an einem kleinen Meer auf deinem kleinen Boot. Immer Welle drauf, immer Wind drauf, immer Action, viele Raubfischangler, viel Segelverkehr und sowas. Also ist es einfach, genau, so halt ein einzigartiges Feeling an dem See. Und ja, hat spätestens, nachdem es mich dann beim zweiten Mal so beschert hat, fischtechnisch, genau, bin ich echt am See, also ich an dem See hängen geblieben und war dann das Jahr danach wieder im Herbst da, auch alleine. Und es lief auch richtig gut, 3 Fische über 20 Kilo. Und das Jahr danach, also praktisch letzten Herbst, war ich ja dann das letzte Mal dort und da hat es dann tatsächlich richtig geknallt nach all den Wochen, die man da vorher verbracht hat und Arbeit, Mühe, Blut, Schweiß rein investiert hat, hat es dann genau letztes Jahr im Herbst geknallt. Nee, tatsächlich nicht. Also da waren einige Sessions, unter anderem haben Mathis und ich das schon mal im Sommer versucht, also als der See komplett voll war. Und du verbringst, also wir haben 8-9 Tage damit verbracht, Fische zu suchen. Bei so einer riesen Wasserfläche, bei Vollstau, ist es eine Vollkatastrophe. Das nur als ein Beispiel von Sessions, die wir da hatten, die nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorstellt. Also hier am Ende liegt es an der Wasserfläche und an der Fischdichte. Ne? Du hast halt viele, viele große Fische so aus dem Altbestand. Also essen gar nicht mal so viele Fische auf der Wasserfläche.
Und ich meine, also man gibt sich alle Mühe, die Fische zu suchen, zu finden. Und wenn es halt 8 Tage lang hintereinander nicht funktioniert, dann hat man nur mal sein Bestes gegeben, aber geht trotzdem mit Blank nach Hause. Und ne, das ist halt der eine der großen Vorteile vom Bootsangeln, dass man halt jeden Tag moven kann. Fische suchen, Nordostarm, Nordwestarm, Südarm abfahren kann, schauen kann, wo läuft's. Und ja, es gab auch unzählige Wochen, die man da natürlich verbracht hat, ohne einen Fisch zu fangen. Und das gehört dazu. Ja, von dem einen Fisch, meinem Lebensfisch, kann man fast sagen. Also ich glaube, da muss man ein bisschen früher anfangen. Also wie gesagt, die vorletzte Session war ich auch schon an den, vorletzte Jahr war ich auch schon an dem See unterwegs. Habe die Session in derselben Woche im Jahr gemacht wie des letzten Jahres und es lief nur nachts. Und das war in dem Fall auch so. Die erste Nacht war sogar ein Lauf, den habe ich tatsächlich leider verloren. Das ist immer hart, ne? Weil an so einem See kann halt jeder Lauf den Dicken bedeuten. Und erste Nacht Fisch verloren, zweite Nacht lief dann einer ab, den ich bekommen habe, 21 Kilo Schuppi. Damit war das Ding schon geritzt. Ich war vollkommen zufrieden, mega happy und wäre es dabei geblieben, wäre es okay gewesen. Daraufhin in der zweiten Nacht liefen nochmal 2 Fische, 19 und 18 Kilo. Das war schon der Überburner. Und die halt Fische liefen immer nur auf die rechte Route in Richtung nordöstlichem Seeteil. Und dann bin ich dann, ich glaube Dienstag war es, aufgerutscht, 500 Meter in Richtung dem Seeteil. Und dann liefen die nächsten 3 Tage noch ein paar kleinere Fische, aber es war immer noch okay. Hauptsache man fängt Fisch. Und am Freitag ging dann richtig das Wetter los, so auf das man so wartet an so einem See. Bisher war nur halt Ententeichwetter gewesen. Und da wusste man schon, jetzt könnte es knallen. Und da habe ich Freitag, Samstag auch wieder ein paar kleine Fische gefangen. Und Sonntag, letzter Tag, an dem man den See also auch noch legal halt befischen darf. Und ich habe mit Mathis telefoniert. Ich sage, ja, geile Fische gefangen und Montag ist Family Fire. Ich sag, komm, jetzt ist ja eigentlich abbauen. Ich habe alles gefangen, was ich fangen wollte. So. Und der sagte, nein, bleib noch. Und ich so, ja, meinst du, letzte Nacht, dann bin ich eh illegal, wenn ich nach 12 fische und so. Und der Mathis sagte, bleib. Und ich habe mir auch gedacht, komm, jetzt, wo ich einmal hier bin, dann riskiere ich halt den Stress auf dem Nachhauseweg und mache die letzte Nacht noch. So. Und dann war es 19 Uhr und es lief ein Fisch auf eine sehr, sehr weite Route. 9 Kilo Schuppi, also so gegen 19 Uhr, es war schon dunkel. Und es war auch gleichzeitig so eine kleine Wind- und Regenpause, es war die ganze Zeit stürmisch. So, und ich bin dann wirklich mitten auf dem See, weiteste Route, so 500 Meter circa. Und höre nur so ein leichtes Rauschen in Richtung meinem Boot, also in Richtung Südwesten. Und es war so dunkel allgemein, ne? Aber so aus der Richtung war es halt komplett schwarz. So, ne? Und dann habe ich schon gedacht, Alter, schnell halt Route legen und zurück. Und also halt bevor ich die Route gelegt habe, hat mich der Sturm erwischt. Und ich war auf meinem kleinen Beiboot, ne? 290er, komplett lost, ne? Also komplett dem Wind ausgeliefert. Ich wurde bis zum Ende vom nordöstlichen Teil abgetrieben. Es war absolute Katastrophensituation. Ich habe mich einfach nur flach ins Boot gelegt und habe halt abgewartet so. Und ich war halt über 1,5 Kilometer vom Hauptboot weg. Es war einfach nur die Vollkatastrophe. Habe, keine Ahnung, bestimmt eine Dreiviertelstunde zurückgebraucht. So, und dann am Hauptboot angekommen, Anker verzogen, Routen komplett auf Spannung, ne? Wie man das sich halt so ausmalt. Und ja, es war schon sehr abgefuckt und ich habe die Routen da liegen lassen, habe einfach nur ein bisschen Schnur gegeben. Ja, und dann war ich noch wach, Sonntag, ne, nach dieser Scheißaktion um 23 Uhr, ein Pieper. Und ich guck so, kann dann alles sein, ne, alles Mögliche, Wald auch windig und so, und auf einmal, bam, läuft die Route komplett ab. Und ich so, okay, geil, 23 Uhr, noch ein Lauf auf die angeblich verzogene Route. Ja, und dann, zack. Ins Beiboot, 5 Weste an, bin ich erstmal hier am Kabel hängen geblieben vom E-Motor. Ich hatte dann zum Beispiel, zum Glück Rückenwind, bin dann dem Fisch entgegen. Ja, und war über dem und es hat sich schon direkt ganz, ganz anders angefühlt. Ne? Also ich mache das, weiß bestimmt, wie ich das meine. Also, wenn du direkt merkst, da ist mehr Kraft, so ist das ein Welt. Und ich habe nur so gedacht, ja, es muss ein Welt sein. Der hat einfach nur locker seine Bahn gezogen, von links nach rechts, halt übelst windig, ne? Ohne E-Motor. Der hat mich da komplett rumgezogen. Und dann habe ich schon ein bisschen die Bremse zugemacht, um halt so ein bisschen, ne, schon so anzutesten, komm, Walter, pumpst du den jetzt?
Ja, und dann habe ich halt nur so einen fetten Bauch unten gesehen und ich denke, Alter, das ist ein Fisch halt, ne? Und das ist bestimmt kein schlechter Fisch. Und ja, dann einfach Bremse auf, langsam gedrillt. Es war halt echt schwierig, den halt in den Kescher zu bekommen, ne? Wenn man wird abgetrieben, du hast keinen E-Motor, um dem Fisch entgegenzufahren. Ich habe 6, 7, 8 Versuche gebraucht, den rein zu keschern. Boah, es war stürmisch nachts. Vollkatastrophe. Ja, und dann drin im Kescher. Ich habe mir den nur kurz angeguckt und man kann das gar nicht beschreiben. Also, wenn du den Fisch da drin siehst, du hast sowas noch nie vorher gesehen, so eine Größe, so, das war einfach überhaupt nicht einzuordnen. So, man, also in dem Moment habe ich überhaupt nichts gedacht. Ich habe gedacht, einfach nur schnell ins Boot, weil man wird sehr stark abgetrieben. Ja, und dann, ich will den hochheben und es geht einfach nicht, ne? Und ich habe gedacht, irgendwie hängt die Slinge am Kescher fest oder irgendeine Scheiße ist, aber der Fisch war einfach so schwer und ich heb den rein. Ich habe direkt gesehen, der Bauch geht bis unter die Sitzbank drunter und wusste schon, so 30 Kilo plus, ne? Dann mit Fullspeed zurück ans Ufer ohne E-Motor, also zum Hauptboot meine ich. Und dann halt den Fisch in die Wiege schlingen und ich... Es war halt komplett voll, also ich meine, ne, also das halbe Foxboot war voll. Und ich heb den hoch, der zappelte komplett rum und ich suche den Zeiger und ich finde den zuerst nicht, ne? Weil so, halt, du guckst natürlich erstmal so 20, 30 Kilo und da war bei 40 am Hin- und Her-Dongeln und ich leg den ab und denke, Alter, irgendwas um die 40 Kilo, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ne? In der letzten Nacht bei komplettem Eskalationssturm und beim zweiten Versuch, ich heb den halt so an, ne? Mit der Wiegehilfe so und 39 Kilo glatt, ne? Also in dem Moment denkst du einfach nichts. Es ist einfach komplett surreal. Man ist halt gleichzeitig glücklich, übelst aufgeregt und absolut überfordert, weil, ne, alleine an einem großen See, keiner, der Fotos macht, keiner, der irgendwie helfen könnte, so, aber... Und man wünscht sich natürlich auch jemanden, mit dem man sein Glück teilen könnte, ne, aber... In dem Fall war ich dann alleine und, ja, er war im Sack, 39 Kilo, mein absoluter Lebensfisch. Ich habe wahrscheinlich den Seekönig gefangen oder einer der Könige des Sees. 39 Kilo, einfach krank, also aus dem öffentlichen See in Frankreich, höchstwahrscheinlich einer der bekanntesten, größten Fische, öffentlich zumindest in ganz Frankreich. Ich versuche es dir euch mal zu zeigen. Also ich bin ja kein Kind von Traurigkeit, aber das ist echt nicht einfach, diesen Fisch hochzubekommen, ne? Alter, Jungs, da kommt es eigentlich. Jungs, 39 Kilo, Alter. Was soll ich euch sagen? Ist nicht mehr normal. Oh, ist das krank. Woohoo! Yes! Ja, das Ding ist, ich war ja alleine. Und tatsächlich, es war wie so ein Automatismus. Also, der Einzige, der davon wusste zuerst, war der gute Mattis, ne? Weil mit dem bin ich eh immer in Kontakt bei solchen Sessions. Und, genau, ich habe Fotos gemacht, es war wie ein Roboterfilm, weil ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was ich halt mache in der Nacht, ne? Also ich konnte auch kein Auge zu machen, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie stellst du die Kamera hin, machst du auch mal Landfotos, wie sind die Perspektiven und so und schon mal halt die App für die Selbstauslöser und so, alles programmiert und so und ja, irgendwie war es so ein richtiger Automatismus und erst als ich echt am Ende, ne, also es war dann ja eh abbauen, ich bin dann praktisch hab komplett zusammengepackt, bin zum Ufer gefahren, um noch ein paar Fotos zu machen. Und erst nach dem Abbauen, im Auto auf Weg zurück, ne, war das echt so, hat man es realisiert, nachdem auch ein paar Freunde geschrieben haben, boah, krass und so. Und dann hat man das erst realisiert, dass ja, man da echt halt so einen krassen Ausnahmefisch gefangen hat. Und ja, es war aber tatsächlich einfacher, die Fotos zu machen, als gedacht. Der war halt ziemlich kompakt, ne? Ich meine, also, Hanni kennt das bestimmt, wenn so ein Fisch gut geeignet ist für Fotos machen, dann... Man kann ihn schon packen und der war Jock, der hat sich auch nicht beschwert. Also alles so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Boah, also Zielfischangler an sich nicht, weil in dem Fall an solchen Gewässern kennt man die Fische nicht, die drin schwimmen, weil man ja auch nicht halt so connected ist in dem Gebiet. So. Also das kann man natürlich aufbauen, aber es dauert lange. Viele meiner Freunde, mit denen ich so an meinem Hausgewässer angefangen habe, haben gesagt, warum machst du die Scheiße? Das kostet alles so viel Geld, so viel Arbeit, so viel Vorbereitung. Bleib doch mal hier, hier gibt es auch große Fische. Aber irgendwie, die Leute, die halt nach Frankreich oder Spanien, Italien
lass es auch Kroatien sein, hinfahren, die halt wissen, was das ist, halt dieses Feeling, wenn man losfährt, 5, 6, 7, 800 Kilometer in Richtung Ausland, an die großen Seen, ins Unerwartete, man kennt die Leute nicht, man kennt die Gegebenheiten nicht, es ist immer was anderes. So, und das macht das Angeln aus, und Leuten würde ich empfehlen, die das auch machen, so, habt einfach Biss, habt auch Bock, weil halt ohne Bock funktioniert das Ganze nicht, und es muss einem einfach übel Spaß machen, weil es wird so viele Rückschläge geben, es wird so viel Scheiß kaputt gehen, ins Wasser fallen. Ja, hat diese Session auch, vorgestern ist meine Drohne abgeschmiert und solche Sachen, aber da regt man sich ja 10 Minuten auf und dann ist es auch wieder gegessen. Und das ist auch sowas, man darf sich nicht von Rückschlägen zurückweisen lassen, weil, ne, also man kann hier viermal hinfahren und vier Wochen blenken und in der fünften Woche, in der letzten Stunde, in der Scheißsee wangelbar ist, läuft halt der Seekönig ab. So wie in meinem Fall, also solange man dran bleibt, hat man immer die Chance, so einen Fisch zu fangen. Also einfach am Wasser sein und Vollgas geben.